Ja, hallo und herzlich willkommen auch von unserer Seite. Wir möchten jetzt mit Handelsblatt-Chefredakteur Sebastian Mattes darüber sprechen, warum sich das Handelsblatt als Trendscout versteht, warum Innovationen uns so wichtig sind und was eigentlich so überhaupt die Strategie des Handelsblatts ist und was sie auch in Zukunft sein wird. Aber lieber Sebastian, lass uns vielleicht einfach mal damit anfangen, dass wir ein bisschen zurückschauen und einmal das ganze Thema Corona nochmal vielleicht aufgreifen, weil Corona hat natürlich die komplette Wirtschaft verändert, oder? Absolut. Ich glaube, die Corona-Krise hat zwei Dinge bewirkt. Erstens hat sie nochmal gezeigt, was eigentlich das Wirtschaftsmodell Deutschland ausmacht. Und gleichzeitig hat sie dafür gesorgt, dass die Wirtschaft tatsächlich völlig gespalten ist. Auf der einen Seite sehen wir natürlich den Dienstleistungssektor, der in großen Teilen stark gelitten hat. Und auf der anderen Seite eben den industriellen Sektor, in dem tatsächlich sehr viele Unternehmen nicht nur Rekordergebnisse geschrieben haben, sondern in den letzten Monaten, Quartalen sogar die besten Ergebnisse ihrer Geschichte ausgewiesen haben. Und das zeigt eben, dass das deutsche Wirtschaftsmodell intakt ist. Gleichzeitig, und das muss man eben auch sagen, haben Millionen Menschen auch die digitalen Defizite dieses Landes kennengelernt. Also ich denke nur an die Gesundheitsämter, über die jetzt viel diskutiert wurde und die nicht wenig digitalen Fähigkeiten der öffentlichen Verwaltung. Und die Frage bleibt nach der Krise, klar, die deutsche Wirtschaft ist sehr gut aufgestellt, aber was heißt das eigentlich für die Zukunft? Wie zukunftsfähig sind die einzelnen Branchen? Ist die Verwaltung, ist dieses Land letztlich? Mhm. Ich glaube auch, dass es genau diese Frage ist, definitiv noch mal viel stärker aufs Tableau gehoben worden durch die Corona-Krise. Aber das gilt natürlich nicht nur für die gesamte Wirtschaft, sondern auch für die Medienlandschaft in Deutschland und das Handelsblatt. Vielleicht möchten wir kurz darüber sprechen, was Corona mit dem Handelsblatt gemacht hat. Mhm. Also zunächst mal muss man sagen, dass diese Themen, die wir gerade angeschnitten haben, natürlich im Kern unserer Berichterstattung stehen. Also die Frage, wie verändert sich gerade die Wirtschaft? Was sind die großen Trends, die Einflussfaktoren auf Branchen, auf Geschäftsmodelle, auf Unternehmen? Das machen wir zum Kern unserer Berichterstattung. Und da sehen wir natürlich die großen sozioökonomischen Faktoren, der demografische Wandel, aber vor allem auch die durch technologische Trends bedingten Veränderungsbewegungen. Und die ziehen wir ins Zentrum unserer Berichterstattung noch viel, viel stärker als zuvor. Und dadurch wird das Handelsblatt mehr und mehr zu so einer Art Plattform für alle diejenigen, die verstehen wollen, wie die Wirtschaft in Zukunft aussieht, wie sich Geschäftsmodelle verändern und letztlich natürlich auch, wie sich das Leben von uns allen dadurch verändern wird. Weil das macht ja nicht in den Unternehmen Halt, sondern hat Auswirkungen auf den Alltag von Millionen, vielleicht Milliarden Menschen. Mhm. Und das ist auf der einen Seite die Digitalisierung natürlich, technologische Trends, die dadurch bedingt sind. Und auf der anderen Seite, und das merken wir jetzt ganz, ganz stark, die Frage, was es eigentlich bedeutet, den grünen Umbau der Wirtschaft zu organisieren. Das ist ja mal so ganz leicht, große Ziele auszurufen, Dekarbonisierung als Schlagwort in den Raum zu stellen. Aber was heißt das eigentlich wirklich für die Unternehmen? Was heißt das für die Industrien? Das sind die zentralen Fragen, mit denen wir uns jetzt gerade beschäftigen. Mhm. Lass uns noch mal auf das Thema Plattform gehen, was ja total spannend ist. Ne? Das ist halt, du hast es gerade schon gesagt, wir werden zu so einer Art Plattform für die Wirtschaft. Plattformisierung ist ja irgendwie immer mal wieder so ein zentraler Begriff, den wir immer wieder hören. Was genau konkret bedeutet das jetzt fürs Handelsblatt? Das heißt, dass wir in unserer Berichterstattung natürlich die Themen ins Zentrum stellen, im Handelsblatt, auf unseren digitalen Kanälen, überall. Dass wir aber auch gleichzeitig ein Forum werden, dass wir Veranstaltungen haben, zum Beispiel, auf denen wir diese Fragen diskutieren, dass wir Unternehmen ins Zentrum stellen und zum Beispiel, ich greife jetzt mal eine Veranstaltungsreihe raus, in denen sich Unternehmen vorstellen, über Veränderungen diskutieren und von denen wiederum andere lernen können, was sie getan haben. Und dadurch wird das Handelsblatt zu einer Plattform, das heißt, wir beschreiben nicht nur die Probleme, die Schwierigkeiten, sondern zeigen auch Lösungen, wie sich Unternehmen verändern und dadurch wird diese ganze große Veränderung viel greifbarer, denn das ist die zentrale Frage, vor der Führungskräfte aus Unternehmen jeglicher Größe im Moment stehen. Wir haben die Probleme erkannt, aber wie funktioniert die Veränderung jetzt tatsächlich? Was müssen wir tun? Was tun andere Unternehmen? Und das Interessante ist, dass hier längst auch, und da meine ich die Digitalisierung, aber auch die Dekarbonisierung, letztlich diese beiden großen Veränderungstreiber, dass da Unternehmen
aller Branchen auch voneinander lernen. Und dadurch bewegen wir uns hier über die Branchengrenzen hinweg. Hier ist es durchaus interessant, für einen großen Industriekonzern auch von einem kleinen Digitalunternehmen zu lernen und natürlich umgekehrt auch. Mhm, auf jeden Fall. Und ich habe auch immer das Gefühl, dass unsere Leserinnen und Leser, aber natürlich, du hast es gerade gesagt, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Veranstaltungen, das durchaus auch zu schätzen wissen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man über Strategie spricht, dann ist immer bei jedem Pitch ist die Frage nach dem USP. Würdest du sagen, dass das der USP des Handelsblatts ist oder was unterscheidet uns von anderen Medien? Ich glaube, das Handelsblatt berichtet sowieso stärker als alle anderen Medien. Ich meine, wir sind die größte Wirtschaftsredaktion des Landes. Natürlich über all das, was die Wirtschaft bewegt. Wir versuchen, hochexklusiven Wirtschaftsjournalismus aus den wichtigsten Branchen zu liefern, aus der Finanzindustrie und natürlich als Erste zu erfahren, was Wirtschafts- und Finanzpolitiker und letztlich Innovationspolitiker auf Bundesebene bewegt. Das ist natürlich der Kern von dem, was wir tun. Aber tatsächlich die darüberliegende Frage, was sind die großen Veränderungstrends und Treiber, das stellen wir wahrscheinlich mehr in den Mittelpunkt als alle anderen. Und eben in unserer Berichterstattung auf Veranstaltungen und mit jeglichen weiteren Produkten, die wir in den nächsten Monaten planen und auf den Markt bringen werden. Mhm. Wenn wir über Modernisierung, Transformation sprechen, dann ist das das eine manchmal zu sagen, die Wirtschaft hat vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein Defizit oder jemand hat vielleicht auch ein gutes Beispiel und das andere ist, sich selber zu modernisieren. Weil natürlich auch wir im Haus, das ist eine große tiefgreifende Veränderung gewesen, Corona und die Digitalisierung, vielleicht magst du das kurz beschreiben. Ja, das Handelsblatt ist natürlich auch mitten in so einer großen Veränderung. Wir haben in den letzten 2 Jahren unsere Arbeitsprozesse auf eine Digital-First-Arbeitsweise umgestellt, ohne aber dadurch das Printprodukt zu vernachlässigen. Ganz im Gegenteil, das haben wir permanent weiterentwickelt. Auch die Zeitung hat ja einen Relaunch erfahren. Es wird in den nächsten Monaten noch einen geben. Wir werden neue Rubriken einführen. Zum Beispiel wird das Thema Klima und grüne Wirtschaft oder grüner Umbau der Wirtschaft wird auch in der Zeitung eine viel, viel wichtigere Rolle spielen. Das heißt, wir modernisieren uns auf allen Kanälen, aber mit einem ganz, ganz starken Blick darauf, unser digitales Angebot noch weiter zu stärken. Weil wir schon merken, dass das wenig überraschend der Kanal ist, in dem wir am stärksten wachsen. Mhm. Aber eben auch darüber hinaus ist nicht nur das, was wir auf der Website und in der App anbieten, sondern viele weitere Kanäle sind natürlich hochrelevant. Wir haben ein irrsinniges Wachstum bei Podcasts gesehen. Wir haben viele neue Formate gelauncht. Wir werden auch in den nächsten Monaten viele weitere Formate launchen. Zum Beispiel werden wir einen Podcast zum Thema investigativen Wirtschaftsjournalismus herausbringen, wo wir uns nochmal mit den großen Themen befassen. Wir haben einen Podcast über die grüne Wirtschaft rausgebracht, der jegliche Erwartungen und Planzahlen übertroffen hat. Und so wird es weitergehen. Wir werden verschiedene andere Sonderprodukte in diesen Feldern entwickeln. Also uns ist wichtig, dass wir nie nur an einen Kanal denken, sondern bei den Themen, die uns wichtig sind, versuchen wir, alle Kanäle gleichermaßen zu behandeln. Mhm. Vielleicht magst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wie hat das die Arbeit in der Redaktion, in der Morgenkonferenz, in den regelmäßigen Treffen, wie hat sich das verändert? Ja, früher war es so, vor einigen Jahren hat sich die Redaktion morgens um 9 Uhr zusammengesetzt und darüber diskutiert, was am nächsten Tag in der Zeitung steht. Heute ist die Diskussion viel eher getrieben von der Frage, zu welcher Zeit haben Leserinnen und Leser eigentlich welche Frage an uns. Das beginnt dann oft mit der Frage, was ist am nächsten Tag um 4.30 Uhr, 5 Uhr das relevante Thema, weil, das ist ganz interessant, Handelsblatt-Abonnentinnen und Abonnenten stehen früher auf als andere. Das sehen wir, dass die Leute, die bezahlen, kommen früher auf die Website. Und wir brauchen, da ist der erste Peak so gegen 6 Uhr. Das heißt, da muss das erste Programm stehen. In der Konferenz wird also diskutiert, was ist das wichtigste Thema morgen um 6 Uhr für die Menschen um 6 Uhr. Und so diskutieren wir über den gesamten Tag. So, und natürlich wird sich in einer weiteren Konferenz wird geplant, was dann in der Zeitung steht. Aber letztlich die zentrale Frage ist, zu welcher Zeit am Tag ist welches Thema wirklich relevant für unsere Abonnentinnen und Abonnenten? Mhm. Bei dem Thema Digitalisierung, Leserinnen und Leser, das passt natürlich sehr gut zusammen, weil wir können natürlich auch tatsächlich stärker sehen, du hast es gerade schon gesagt, worauf achten Sie, was wollen Sie? Wenn du den jetzigen und vielleicht den zukünftigen Handelsblatt-Leserin oder den Handelsblatt-Leser beschreiben würdest, was sind das für Menschen, was sind das für Typen? Ja, für aktuell haben wir natürlich einen sehr großen Anteil, das wird sicherlich auch immer so bleiben, von Menschen, die mitten im Leben stehen, die schon einige Karrierestufen hinter sich haben. Das ist so der typische Handelsblattleser, typische Handelsblattleserin.
kein Geheimnis, dass wir dann durchaus eine größere Gruppe an Männern haben als Frauen. Wenn wir jetzt auf die Gruppe schauen, die am schnellsten wächst, dann sind das eben die Leser da drunter. Und das sind so Menschen zwischen 25 und 39. In der Gruppe wachsen wir besonders schnell in digitalen Kanälen. Und interessanterweise sind da auch sehr, sehr viele, viel mehr als früher, sehr viele weibliche Leserinnen dabei. Mhm. Wenn wir, ne, du hast es auch gesagt, natürlich, das lohnt sich dann auch stark, dass wir in diese digitalen Kanäle investieren, in das, was unsere Leserinnen und Leser dort möchten. Gleichzeitig gibt es aber natürlich das klassische Handelsblatt noch. Und das ist ja auch der Wunsch des Verlegers, das wird es auch noch lange geben. Was bedeutet denn diese Veränderung, diese Transformation für, ich sag mal, unser altes Daily Business? Also, um es mal vorab zu sagen, es ist sicher der Wunsch unseres Verlegers, aber es ist auch sehr, sehr klug und wirtschaftlich sinnvoll, dass wir die gedruckte Ausgabe noch sehr lange haben werden. Also da gab es nie Gedankenspiele, das zu verändern, einfach weil es ein total wichtiger Kanal ist. Menschen wertschätzen, einmal am Tag die Zeit angehalten zu bekommen und ein Best-of dessen zu lesen, was in den digitalen Kanälen erschienen ist. Das ist, erfüllt also eine wichtige Funktion. Und ich bin mir sehr sicher, dass es auch noch in den nächsten 5 bis 10 Jahren so bleiben wird. Nichtsdestotrotz verändert sich natürlich die Zeitung, aber eher im Positiven. Nämlich erfahren wir viel mehr über die Leser. Wir wissen, manche Stücke erscheinen ja schon mittags am Tag vorher oder sogar morgens und gehen dann am nächsten Tag in die Zeitung. Und wir wissen dann schon aus den digitalen Kanälen, wie sehr die wirklich interessiert haben, ob wir den Dreh vielleicht ein bisschen verändern müssen, weil die Leser nicht so wirklich verstanden haben, worauf wir hinaus wollen. Das heißt, wir bekommen wertvolle Hinweise und das fließt dann natürlich auch in die Zeitung ein. Manchmal ist es sogar so, dass es ein Thema gibt, was wir eigentlich als nicht so groß eingeschätzt haben, das dann aber sehr, sehr gut ankam und dann doch nochmal eine Diskussion entsteht, sollten wir es nicht größer machen? Mhm. Das passiert natürlich nicht immer, aber es kann durchaus passieren. Also ich glaube, dass durch die digitale Transformation der Redaktion die Inhalte auch in der Zeitung besser werden, weil wir besser verstehen, ob die journalistische Idee, die wir für einen Inhalt haben, der Dreh für eine Geschichte, ob der wirklich von den Lesern verstanden wird. Mhm. Diese Diskussion, die wird natürlich in der Medienlandschaft generell geführt. Inwiefern lässt man sich in Anführungsstrichen steuern von den Daten, die man generiert, weil man weiß, eine Geschichte, ein Artikel wird gut gelesen, dann setzt man stärker auf das Thema. Wie viel ist denn da noch an, sag mal, journalistischem Instinkt dabei? Ich meine, Chefredakteure von früher, die haben einfach, ich sag jetzt mal, ihrem Bauchgefühl ein Stück weit vertraut. Widerspricht sich das denn aus deiner Perspektive überhaupt? Nee, ich glaube auf keinen Fall, weil wir ja auch kein zahlengetriebenes Geschäft betreiben, sondern letztlich uns von Zahlen informieren lassen. Wenn wir ein Thema journalistisch wichtig finden, dann würden wir es immer groß machen, ganz gleich, was die Zahlen sagen. Gleichzeitig ist es doch aber so, wenn wir als Journalisten ein Thema wichtig finden, dann muss es doch auch unser Interesse sein, möglichst viele Menschen damit zu erreichen. Und die Zahlen sagen uns einfach, ob wir gute Arbeit gemacht haben, ob wir gut genug erklärt haben, was an diesem Text, an diesem Video, an dieser Infografik wichtig ist oder eben nicht. Und wenn nicht, dann können wir daraus Schlüsse ziehen und das nächste Mal besser machen. Wie hat sich denn eigentlich das Leserinnen-Leser-Verhalten verändert? Also man hatte immer mehr Multimedia-Grafiken. Inwiefern verändern wir denn zum Beispiel auch den Aufbau von Texten? Was ist da auch noch in Zukunft geplant? Da verändert sich gerade sehr, sehr viel, auch so ein bisschen im Verborgenen, weil wir schon sehen, es war ja lange so, dass in der Vergangenheit wurden dann einfach die Texte aus der Zeitung auf die digitalen Kanäle kopiert. Das waren dann mitunter in Print sehr, sehr schön gestaltete Doppelseiten und digital waren es dann einfach 25.000 Zeichen lange Textwüsten. Und die haben natürlich in der Regel digital nicht sonderlich gut funktioniert. Das heißt, wir beschäftigen uns in der Redaktion schon immer intensiver mit dem sogenannten linearen Storytelling. Also wir fragen uns im Grunde wie bei einer WhatsApp-Unterhaltung, welche Elemente braucht so eine Unterhaltung, damit sie interessant ist. Da ist ein Textelement dabei, dann kommt eine Infografik, dann kommt wieder Text, dann kommt vielleicht ein Foto. Das geht nicht für jeden Text, das macht auch nicht bei jedem Text Sinn, aber es gibt immer mehr Artikel, bei denen wir das tun und tun müssen. Und was hat das für ein Ergebnis? Die Lesezeit nimmt deutlich zu, dass dadurch das Engagement, das Engagement der Leser, und das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen denjenigen Menschen, die auch noch Geld bezahlen für unsere Angebote, ein möglichst attraktives Erlebnis schaffen. Und wir sehen, je länger
Menschen Texte lesen, desto geringer die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich abmelden. Mhm. Auf jeden Fall. Anderer Punkt ist natürlich auf jeden Fall, du hast es schon gesagt, ne? Es gibt die großen Themen der Wirtschaft. Nachhaltigkeit, Dekarbonisierung ist definitiv anders. Eins. Und eins, was da sehr, sehr eng dran geknüpft ist, ist das Thema Innovation. Wir hatten zu Beginn des Jahres das erste Mal von unserem Handelsblatt-Jubiläum eine Innovation Week. Wie funktioniert ein solches, sagen wir mal, Gesamtkonstrukt in der Planung? Ja, die Idee da war, einmal klar zu machen, dass dieses Thema Technologie, Innovation zu den neuen Kernthemen des Handelsblatts gehört. Da haben wir uns die Frage gestellt, wie können wir das wirklich zeigen und einmal allen klar machen, in welche Richtung wir da gehen werden. Und das ist genau das, was ich anfangs angedeutet habe. Da werden alle Kanäle, die wir haben, quasi zusammengeschaltet mit einem Thema. Wir haben Live-Podcasts zu dem Thema gemacht. Da hat zum Beispiel der VW-Chef dies erklärt, wie er sein Unternehmen umbaut. Zum Beispiel, wir haben sogenannte Lunch-Talks mittags veranstaltet, bei denen Kolleginnen und Kollegen mit Experten diskutiert haben. Leser konnten sich einschalten und ebenfalls Fragen stellen. Also immer wieder ganz interaktive Elemente bringen. Dann sehr umfangreiche, sehr aufwendig recherchierte Geschichten, große Infografiken. Und das haben wir zu so einer Themenwoche zusammengebunden, um einmal klarzumachen, um einmal einen Akzent zu setzen. Das ist jetzt eins unserer neuen Schwerpunktthemen. Und das Schöne daran war, dass wir nicht nur über die Woche wirklich viele, viele tausend zusätzliche Leserinnen und Leser gewinnen konnten. Es hat am Anzeigenmarkt extrem gut funktioniert und sogar, und das ist ja in diesen Zeiten auch besonders bemerkenswert, wir haben danach einen Sprung sogar in der verkauften Auflage am Kiosk gemacht, der wirklich sehr deutlich war. Im ersten Halbjahr lagen wir 7,7% über Vorjahr. Und das ist auch darauf zurückzuführen, weil ich glaube, viele ein Stück weit besser verstanden haben, wofür steht das Handelsblatt, was sind die starken Themen. Und nochmal, es ist am Ende so, wer die Zukunft der Wirtschaft verstehen möchte, wer im Grunde die Zukunft eines großen Teils unseres Lebens verstehen möchte, der muss Handelsblatt lesen. Mhm. Wir planen noch eine solche ähnliche Woche, vom Namen her auch ähnlich, hat es eben schon gesagt, die Themen gehören natürlich auch zusammen, also bringen wir zusammen, was zusammen gehört. Und zwar machen wir Anfang November eine Green Innovation Week. Was hat es damit auf sich? Es ist im Grunde der Teil 2 von dem, was wir im Mai schon erfolgreich gestartet haben. Wir zeigen eben, Innovation heißt nicht nur digitale Innovation, sondern heißt auch der Umbau der Wirtschaft. Machen wir uns klar, der grüne Umbau ist natürlich eine riesige Chance für viele Unternehmen, aber es ist auch eine unglaubliche, unfassbar große Herausforderung. Also viele Unternehmen wissen noch überhaupt nicht, wie sie es angehen sollen. Und das wollen wir thematisieren. Wir wollen zeigen, wie die besten Player in dem Feld, welche Strategien die verfolgen. Und wir wollen eben auch kleineren Unternehmen zeigen, welche Wege sie noch gehen könnten, welche Unternehmen für sie als Vorbilder taugen könnten, um diesen riesigen, gigantischen Umbau hinzubekommen. Mhm. Ich bin auch sehr gespannt drauf. Ich freue mich auch schon sehr drauf, weil ich weiß ja auch, dass wir durchaus noch die eine oder andere Veranstaltung da machen. Ja, und auch da wieder. Ne? Wir werden Live-Podcasts haben, interaktive Diskussionsveranstaltungen, eine große Titelgeschichte zum Thema. Also ich glaube, auch da wird wieder sehr, sehr deutlich, dass technologische Innovationen eben nicht nur Hightech, Digitalisierung sind, sondern eben genau dieses Feld auch. Ein anderes Feld, und ich hatte es eben schon mal gesagt, sagen wir mal, das klassische Handelsblatt-Programm. Ich versuche jetzt gerade wieder so ein bisschen so die Brücke auch zum Anfang zu schlagen zu Corona und sagen wir mal vielleicht auch zu der Gesamtwirtschaftslage in Deutschland. Denn die hat sich, wie du gesagt hast, verändert. Wie bauen wir uns personell auf, um, sagen wir mal, dem zu entsprechen? Ja, wir versuchen uns natürlich inhaltlich in den Themengebieten zu verstärken. Wir haben unser Technologieteam ausgebaut. Wir werden sicherlich 2, 3 Kolleginnen und Kollegen darauf fokussiert einsetzen, sich genau um diesen grünen Umbau der Wirtschaft zu kümmern. Das ist sicherlich von politischer Seite relevant, aber eben auch von Unternehmensseite. Und letztlich ein Feld, das aus meiner Sicht noch viel zu wenig vorkommt, das ist die Seite der Forschungsinstitute. Weil ich meine, die Innovationen, die in Zukunft dafür sorgen, dass die Wirtschaft klimaneutral arbeiten kann, die sind zum Teil noch gar nicht auf dem Markt. Und da müssen wir drauf schauen, was das sein kann, wie weit die wirklich sind. Und wir müssen ganz früh auch die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die in den Feldern
am meisten unterwegs sind und die jeder in der Wirtschaft kennen muss, um zu wissen, wo die großen Trends in Zukunft hinlaufen. Zusätzlich haben wir noch einen neuen Kollegen bekommen, der sich um das Thema Übernahmen kümmert, weil auch das ist die Wahrheit, das passiert gerade sehr stark. Genau, das ist die Kehrseite dieser gesamten Entwicklung, denn dadurch, dass die Transformationsgeschwindigkeit, Digitalisierung und Dekarbonisierung so unglaublich schnell ist, werden viele, ich sagte es gerade, kleinere Unternehmen, aber auch größere, Autozulieferer zum Beispiel, nicht mitgehen können, weil sie einfach die Finanzmittel nicht haben, diesen Umbau zu bezahlen. Und dadurch wird, das haben wir in mehreren großen Geschichten beschrieben, eine gigantische Übernahmewelle auf die deutsche Wirtschaft zukommen. Und wir wollen die Ersten sein, die über die großen Übernahmen berichten. Da wird jetzt eine Handvoll Kollegen, spezialisiert sich drauf. Ja, und wir haben einen sehr, sehr guten Kollegen von Reuters abgeworben, der uns in dem Feld auch unterstützen wird. Aber das ist sicherlich nicht der einzige Kopf, der sich mit diesem Thema beschäftigt. Also wir haben ja auch eine ganze Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die investigativ arbeiten. Auch die gehen immer mehr auf dieses Feld. Mhm. Wenn du jetzt noch mal so ein bisschen, wenn wir ganz kurz zum Ende hin auch noch ein bisschen persönlich werden können, wie würdest du deine Zeit jetzt als Chefredakteur, du bist seit Jahresanfang dabei als Chefredakteur, du bist natürlich schon länger beim Handelsblatt, ein ganz altes Handelsblatt Media Group Gewächs, muss man ja auch sagen, oder langjährig dabei, wie beschreibst du diese Zeit, diese wahnsinnig spannende Zeit des Umbruchs? Ja, es ist wirklich wahnsinnig spannend, es macht riesigen Spaß, weil es aus meiner Sicht jetzt definiert wird, wie ein großer Teil der Wirtschaft in Zukunft aussieht. Und wir sind dabei. Das heißt, wir sind in einer Zeit dabei, in der Geschichte geschrieben wird. Ein Teil Wirtschaftsgeschichte, über den in 10, 15 Jahren wahrscheinlich intensiv gesprochen wird. Es werden sicherlich viele Fehlentscheidungen getroffen. Es werden viele gute Entscheidungen getroffen. Es werden Unternehmen verschwinden. Es werden neue Unternehmen groß werden. Und das zu begleiten, finde ich großartig. Und gleichzeitig so eine Marke wie das Handelsblatt zu begleiten, ist großartig, bringt riesigen Spaß. Und es ist natürlich auch eine Verantwortung, weil auch wir müssen uns verändern in dieser Zeit. Das, was wir vor 10 Jahren gemacht haben, wird sich dramatisch verändern. Wir sind auf dem Weg. Wir sind, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Aber wir sind noch längst nicht da, wo wir hinwollen. Und übrigens, eine Sache wird sich nicht verändern. Und das zeigt sich ja auch immer wieder, wenn man auf die Zahlen guckt, was die Menschen wirklich interessiert, die für unsere Inhalte Geld bezahlen. Eins verändert sich nicht, das ist der Journalismus. Also am Ende steht immer eine richtig gute Geschichte, eine richtig gute Recherche. Das wird sich nicht verändern. Und es gab ja eine Zeit, in der es angezweifelt wurde, in dieser reichweitengetriebenen Zeit, wo wahnsinnig viel Trash gemacht wurde, einfach nur um die Klicks hochzutreiben. Jetzt sehen wir aber in einer Zeit, in der wir Geld für verdienen wollen mit unseren Inhalten und es auch tun. Wir haben ja einen sehr, sehr großen Anteil von auch digitalen Abonnenten. Mittlerweile sind es 3/4. Unsere Abonnenten sind digitale Abonnenten. Und da sehen wir, dass die Inhalte, die am besten funktionieren bei diesen Menschen, die Inhalte, für die wir Journalist geworden sind. Und das stimmt mich total zuversichtlich. Und ich glaube, es ist eine der tollsten Zeiten, Journalist zu sein, weil wir eben sehen, hey, Journalismus hat ein Geschäftsmodell. Mhm. Und ich bin deswegen total optimistisch für die nächsten Jahre, dass unsere Branche wachsen wird in diesem Feld, dass wir als Handelsblatt wachsen und dass wir auch viele Jahre noch eine Rolle spielen werden. Ja, auf jeden Fall, definitiv. Klassische Frage, kurz vor der Bundestagswahl, hast du das Gefühl, dass all diese Themen, die wir gerade besprochen haben, die so wahnsinnig wichtig sind, die für die Wirtschaft wichtig sind, das ist ja die Rückmeldung, die wir nicht von den Leserinnen und Lesern, sondern natürlich auch aus den Unternehmen bekommen, dass die in der Politik verstanden sind? Ich glaube, sie sind in vielen Parteien verstanden. Was ich frappierend finde, ist, dass sie im Wahlkampf so eine geringe Rolle spielen. Aber ja, vielleicht ist es tatsächlich so, dass man mit Innovationen und Digitalisierung und einer generellen Ideen für die Modernisierung dieses Staates keine Wahlen gewinnt. Ich weiß es nicht. Mir ist es schleierhaft, warum das so wenig angesprochen wird, warum es so wenig Ideen und Konzepte gibt dafür. Es geht mal ein bisschen ums Digitalministerium, aber wie dieser Umbau der Wirtschaft, die Digitalisierung der Verwaltung wirklich aussehen kann, spielt im Grunde kaum eine Rolle. Das finde ich schockierend und das ist, glaube ich, auch eine vertane Chance, weil ich meine, viele der Diskussionen, die wir führen, die Spitzenkandidaten führen, ist eher eine nach hinten gewandte Diskussion und dadurch würde man mal ein bisschen in die Zukunft schauen können und vielleicht auch ein Stück weit in die Offensive kommen. Aber gut, warten wir ab, was in den nächsten Tagen noch passiert. Ja, auf jeden Fall. Und auch da kann man, glaube ich, wieder so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal den GovTech-Gipfel gemacht und es gab ein großes, sehr, sehr großes Interesse seitens des öffentlichen Sektors,
dort tatsächlich sich auch auszutauschen. Ja, das Interessante war übrigens, dass fast 60% der Deutschen in einer repräsentativen Umfrage gesagt haben, die Modernisierung der Verwaltung sollte und muss ein Thema im Wahlkampf werden. Leider, es waren fast alle Spitzenkandidaten da bei dem Gipfel. Leider hat sich das Ergebnis dieser Umfrage nicht rumgesprochen. Ja, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz würde ich jetzt gerne so als allerletzte Frage nochmal zum Thema Journalismus zurückkommen. Man muss ja sagen, der Journalismus hat so ein bisschen eine Vertrauenskrise vielleicht gehabt in den vergangenen Jahren unter Trump. Aber auch in Deutschland ist es immer mehr, das Thema Fake News kam dann irgendwie hoch. Hast du das Gefühl, das bessert sich wieder? Ja, auf jeden Fall. Das zeigen ja auch viele Umfragen. Gerade in der Corona-Krise haben eben doch viele Menschen begriffen, wie wichtig unabhängiger Journalismus ist. Ich sage nicht, dass wir nicht als Branche auch Fehler gemacht haben, Fehler machen und offen sein müssen und für das, was wir tun und für die Kritik. Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir Kritik auch ein bisschen schnell abtun als Branche. Aber Fakt ist, eine große Zahl von Menschen haben begriffen oder nochmal neu verstanden, wie wichtig das ist. Und das zeigt sich ja auch in den Zahlen der digitalen Abonnentinnen und Abonnenten bei allen Medien. Es ist ja nicht nur so, dass die Zahl bei uns sehr stark wächst, sondern eben bei allen. Und ich glaube, das ist echt Grund für Optimismus für die nächste Zeit. Wir dürfen halt das Vertrauen jetzt auch nicht enttäuschen. Auf jeden Fall. Auch nochmal ein guter Hinweis. Und ich finde aber, wir dürfen auch mit Stolz sagen, dass natürlich die Digitalabonnentinnen bei den anderen auch steigen, aber bei uns noch ein bisschen schneller. Und das ist auf jeden Fall was, worauf wir sehr stolz sind. Und das ist ein Verdienst der gesamten Redaktion. Und deswegen herzlichen Dank dir, Sebastian. Und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.